Willkommen zurück zu Plague Incorporated. Weiter geht's mit dem Hauptspiel. Und zwar diesmal das der Prion, keine Ahnung. Auf Megara Brutal wieder andere Stress. Der Name ist inzwischen, ja, ist inzwischen Tradition geworden. Dann den Gencode. Wir haben hier die Bonus-DNS. Wir haben den Landbonus. Wir haben die statischen Symptome. Die Übertragungsmutation und die Widerstandsfähigkeit. Und dann starten wir das Ganze. Wie immer in China. Und ich muss sagen, dass dieser Prion ein ziemlich cooler Krankheitstyp ist. Und deshalb schauen wir uns das einfach mal an. Also Androstress ist ein Prion, ein langsamer, schleichender Erreger im Gehirn. Ein Prion ist schwer zu entdecken und schwer zu heilen. Die Krankheit reagiert langsamer auf neue Entwicklungen. Das heißt einerseits, dass es sehr viel schwerer ist, die Krankheit zu heilen oder die Erreger abzutöten. Und andererseits ist der Erreger relativ langsam. Also wir haben jetzt gerade Arzneimittel Resistenz 1 gekauft. Das heißt, das wird auch eine Weile dauern. Und wir können uns keinen Durchfall holen, weil die Leute dagegen irgendwas herausgefunden haben. Deshalb kein Durchfall. Und da haben wir schon ganze, ja, 80 Leute infiziert. Da haben wir 100. Wunderschön. Da haben wir Ausschlag, Schwitzen und da eine Hautläsion. Und da haben wir die Punkte dafür. Und da kriegen wir noch ein paar mehr Punkte. Entsafter aus 3D-Drucker. Ah, toll. Ich wüsste jetzt nicht, wozu man sowas braucht, aber von mir aus. Da haben wir noch ein paar mehr DNS-Punkte. Die würde ich dann gerne in den Viehbestand 1 reinstecken und in Vogel 1, damit die Übertragung auf die Nachbarländer bisschen schneller vorangeht. Wir haben jetzt hier schon Kasachstan infiziert. Aber das Ganze kann noch ein bisschen schneller gehen. Deshalb wäre das ganz schön. Und wir haben die 100.000 Infizierten geknackt. Jetzt fehlt uns noch ein Punkt für Vogel 1. Und da kriegen wir auch diesen einen Punkt. Holen wir uns Vogel 1 und infizieren die restlichen Nachbarländer damit. Und da haben wir auch Japan. Wasser-1-Übertragung mutiert, das ist natürlich super. Damit auch die neuen Reinigungsverfahren auf Schiffen eben nichts gegen uns tun können. Und wir schauen mal ganz kurz. Ja, China wird langsam infiziert, dann holen wir uns mal genetische Verhärtung 1. Und wir können keinen Durchfall holen. Dafür holen wir uns jetzt Fieber und danach Immunsuppression. Damit das Ganze ein bisschen schneller vorangeht. Und China wird so langsam infiziert. Und wir wurden entdeckt. Sehr schön. Erster Todesfall in China. Da holen wir uns genetische Verhärtung 2. Und danach Arznei mit Resistenz 2. Dann läuft das auf jeden Fall. Korea startet Arbeit an Heilmittel. Okay, von mir aus. Relativ egal. Wir holen uns Immunsuppression. Und Arzneimittelresistenz dauert noch ein bisschen. Wir haben die USA, sehr schön. Und China spuckt weiterhin schön viele infizierte Schiffe und Flugzeuge aus, auch wenn jetzt nicht mehr. Aber immer noch Flugzeuge. Außerdem ist der Schaden praktisch schon getan. Niesen mutiert. Gut, von mir aus. Ein kleines weiteres Symptom, was die Krankheit noch ein bisschen infektiöser macht. Wir haben eine Menge Punkte. Das reicht aber einfach nicht für die Arzneimittelresistenz. Und jetzt kommen die ganzen Punkte erst. Dann holen wir uns das. Und dann beginnen wir hier mit... Nein, danke. Beginnen wir hier mit den Sachen, die Forschung verlangsamen.
Und mit noch ein paar mehr Punkten werden wir da auf jeden Fall auch weiterkommen. So, und dann können wir uns auch gleich schon Lähmung holen, um die Heilmittelforschung weiter zurückzusetzen. Und jetzt geht's richtig los. Ich würde außerdem ganz gerne hier Viehbestand 2 holen und Vogel 2. Da haben wir es auch schon, die genügenden Punkte, um das zu holen. Indien ist fast komplett infiziert. Jetzt brauchen wir, oh, wir kriegen Nekrose. Ist ja jetzt schwierig, würde ich sagen. Wir haben schon die Hälfte der Welt infiziert. Es fehlen aber immer noch die drei Länder, die wir dringend infizieren müssen. Deshalb weiß ich nicht, aber ich würde sagen, wir behalten es jetzt einfach mal. Mal schauen, wie es läuft. Also, Madagaskar fehlt und wir haben Island, wo schon ein Flughafen geschlossen wurde. Und jetzt kriegen wir auch gerade Madagaskar rein. Sehr schön. Jetzt fehlt uns noch die Karibik und auf jeden Fall Grönland. Russland ist jetzt auch komplett infiziert. Sie können also mal ruhig ein Schiff darüber schicken. Währenddessen hole ich mir auch mal Nagetier 1, Insekt 1 und Kälteresistenz 1, damit wir die Infektion eben noch ein bisschen verschnellern können. Vor allem hier bei den USA und Russland. Ja, Russland hat gerade ein Schiff nach Grönland geschickt. Das ist sehr schön. Jetzt brauchen wir ganz dringend ein Schiff von den USA. Und da haben wir es. Da haben wir es. Mal schauen, welche Länder noch infiziert werden müssen. Das sind hauptsächlich afrikanische Länder hier und Südamerika. Alle anderen haben wir schon praktisch komplett infiziert. Dann holen wir uns vielleicht noch Insekt 2 oder ja, holen wir uns Blut 1, weil das eben günstiger ist. Husten mutiert. Stimmt, wir können hier noch ein bisschen Lungenentzündung wollte ich. Vielleicht noch Lungenfibrose. Heilmittelforschung sieht ziemlich schlecht aus für uns. Ziemlich gut aus für die da. Deshalb müssen wir mal schauen, was wir machen. Oh, wir haben Wahnsinn noch gar nicht geholt, also da haben wir es. Ja, die Heilmittelforschung läuft jetzt schon richtig stark an. Und jetzt holen wir uns auch die ganzen afrikanischen Länder. Island sieht ganz gut aus, Grönland auch. Von den Infizierten her haben wir schon 1000. Da haben wir auch schon 500 oder so. Also es sollte jetzt eigentlich kein großes Problem mehr sein. Ich werde mir mal hier Genombildung 1 holen, damit die Forschung eben ein bisschen zurückgesetzt wird. Ansonsten sind wir ziemlich schnell schon durch eigentlich. Jetzt fallen die ganzen afrikanischen Länder, sie werden stark infiziert. Wir haben super viele Punkte. Island hängt ein bisschen hinterher. Wie sieht es mit Grönland aus? Grönland ist super. Ich würde sagen, wir werden noch mal ein bisschen tödlicher. Hier, hämorrhagischer Schock. Außerdem haben wir hier die ersten beiden Stufen von allem. Und dann vielleicht noch eine Genombildung 2. Und Island fällt jetzt auch. Ja, definitiv. Und da haben wir Island. Es fehlen nicht mehr viele Länder. Jetzt können wir auch hier die Kälteresistenz 1 wegnehmen. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Oh, wir haben gerade Marokko bekommen. Ansonsten alle Länder sind jetzt infiziert. Zumindest zu Teilen. Auch wenn es hier relativ langsam vorangeht. Ich denke mal, wir machen das hier. Blut 2, Insekt 2. Damit das Ganze eben noch ein bisschen schneller geht für die letzte Milliarde Menschen. Sollte nicht mehr lange dauern. Marokko hält noch ein bisschen länger durch hier. Danach machen wir die Krankheit noch mal tödlicher. Und die gesamte Menschheit ist infiziert. Sehr schön. Dann holen wir uns hier die ganzen Sachen wieder zurück. Ein paar Punkte. Und hier Arzneimittelresistenz 2. Und hier mal machen wir Ausschlag und Schwitzen.
Und dann vollständiges Organversagen, innere Blutungen und Tumore. Ja, ich hätte vielleicht systematische Infektion mehr genommen, aber was soll man machen? Jedenfalls, die Heilmittelforschung hängt weit hinterher. Die werden das garantiert nicht hinkriegen. Und jetzt leben noch 100 Millionen Infizierte. Und jetzt haben wir auch schon wieder die Hälfte davon erreicht. Also es geht sehr schnell runter. Ich denke mal, die kriegen vielleicht noch 75% von der Forschung her, aber mehr auch nicht. Jetzt leben nur noch 5 Millionen. Also wir haben es praktisch schon geschafft. Irgendwie hat jedes Land nur noch ein paar wenige Einwohner. Ja, anderer Stress wird Menschheit auslöschen. Da noch ein paar Punkte. Aber ich denke mal, ach doch, wir könnten uns was holen hier. Lungenfibrose ist noch ein bisschen tödlich. Können wir noch mal ein bisschen verschnellern. Aber bei den 10.000 Leuten hier noch, da bringt nicht wirklich was. Und da haben wir es geschafft, gewonnen. Wir haben die gesamte Menschheit getötet. Ansteckungsgefahr, Schwere, Tödlichkeit ist stark hochgegangen. Der Weltverlauf, ja, ihr seht, da hat das kurz ziemlich stark gestockt, ist dann aber rapide hochgegangen. Und der Heilungsverlauf, ja, sieht ganz gut aus. 640 Tage, nicht schlecht, würde ich sagen. Nicht unbedingt das Beste, was wir bisher hatten. Beim Virus war es besser. Aber an sich nicht schlecht. Und da haben wir es. Die DNS-Sequenz ist komplex. Schwierigkeitsgrad auf Megarotal. Krankheitstyp Prion. Zeit 640 Tage. Heilmittelfortschritt 74%. Also sie haben noch nicht mal die 75% erreicht. Gesamtwertung 39.210. 4 von 5 Sternen. Läuft eigentlich ganz okay. So Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann könnt ihr mal ein Like da lassen und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.